Ja, einen wunderschönen guten Tag, Abend, was auch immer, zu einem neuen Part von Pokémon Alpha Saphir. Ja, es könnte eventuell ein etwas lustiger Part für mich werden. Zumindest ein etwas aufregender und vor allem schwieriger Part, weil ich mochte diese Routen schon damals nicht und ich werde sie auch heute nicht mögen. Da ich ja mir was ausdenken darf, ich euch die Unterhaltung beibringen werden kann, möchte, sollen, möchte, tun, wie auch immer ihr. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Denn diese Routen, die wir jetzt bestreiten werden, die sind doch relativ nervig mit vielen Trainern, mit vielen Pokémon. Das ist sehr effektiv, verdammt. Boah, altes Mädchen ist gerade eingefallen. Das ist doch sehr effektiv. Hätte ich doch lieber rauspacken sollen. Naja, gut, er hat es immerhin geschafft. Okay. Ja, ich habe mir auch so zwei, drei Themen ausgesucht, über die ich reden könnte. Hoffe ich jetzt mal, dass die bei euch irgendwie Anklang finden. Ja, muss ich ja, kann ich ja nur so hoffen. Ja, das mit dem Regen, das nervt mich jetzt aber schon so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe weder Flug. Ja, und auf Feuer zu setzen ist jetzt auch eine blöde Sache. Ja gut, ich habe ja leider keine andere Wahl. Oder soll ich Elektro. Ja, nee, komm, setz ich Feuer ein. Ist zwar schwächer, aber gut, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich kann es jetzt auch nicht anders machen. Ja, erstes Thema. Was in vielen Regionen unterschiedlich gehandhabt wird, würde ich es jetzt mal so sagen. Und zwar ist die Rede von der weißen Pracht, die hauptsächlich im Winter ja vom Himmel fällt. Natürlich Schneefall. Oh Gott, hat das wenig abgezogen. Na klasse, das wird ein Spaß werden. Versuch es nur mit Funkenflug. Ja, was ist das? Ist das Käfertrutz? Ja, keine Ahnung. Ja gut, wenn jetzt der Spezialangriff fällt, setzen wir weiter mit Funkenflug ein. Ja, na klasse. Na spitze, das wird ja echt ein Spaß. Ja gut, Schnee. Was gibt's zu Schnee zu sagen? Moment, Wunschtraum heilt das nicht. Oh, ich lasse mich immer ablenken. Ja, ist ja spitze. Ja gut, Schneefall. Die einen mögen's, die anderen hassen es. Ja, also wie soll ich das zu meiner Meinung sagen? Also ich finde, solange man nicht raus muss, mag ich ja eigentlich Schneefall richtig gerne. Es ist schön, fühlt sich vor allen Dingen geil an, wenn man da immer, also wenn man dann da Spuren hinterlässt und draufläuft, aber eigentlich, wenn ich raus muss, mag ich es eigentlich auch nicht wirklich so, weil dann würde ich auch lieber zu Fuß gehen, als dann zum Beispiel mit dem Auto zu fahren beispielsweise. Das ist doch sehr, sehr nervig. Gut, jetzt darf ich erstmal zweimal Erstversorgung einsetzen. Ja, gut, klappt ja wieder einigermaßen. Ja, der hat jetzt echt nervige Pokémon. Ich hoffe, der nächste, beim nächsten ist das ein bisschen. Ja, ich hoffe, der nächste hat ein paar bessere, aber das ist auch schon wieder so ein Käfer-Freak. Ah, ich mag diese Teile da überhaupt nicht. Aber gut, Pampinella hat er gerade gut hingekriegt. Ja, ein bisschen passt ja auch Schnee, weil hier haben wir eher, kommt ja auch was vom Himmel. Nur diesmal ist es, hier ist es ja Regen. Oh nö. Oh nö, nicht Anziehung. Das brauche ich jetzt nicht. Ah, naja, gut. Naja, gut, muss man mit leben. Ich finde es ja auch interessant, ja, vor allem, dass es bei uns, also jetzt in den letzten Tagen doch so ein bisschen häufiger geschneit hat, was eigentlich selten für uns ist, also im Westen von Deutschland, sage ich es jetzt mal. Ja, wir wohnen ja auch da. Nein, aber eigentlich ist es relativ selten, dass es da mal schneit. Häufiger muss, wenn man ja Schnee sehen will, muss man ja eher in den Süden gehen, Richtung Alpen. Da schneit es ja ziemlich oft, aber hier eher weniger. Und Pudox, mal sehen, wie wir das schaffen können. Mal sehen, wie wir das schaffen können. Mal sehen, ob das genauso gut läuft wie gegen Pampinella. Ja, wobei, wenn er eine Käferattacke einsetzt, bin ich ein bisschen geliefert. Oha, Wirbelwind. Ja gut, er setzt nur Wirbelwind ein. Damit werde ich automatisch ausgewechselt zu Metagen. Ja, gut, dann machst du das eben zu Ende. Mit Eisenschädel. Ja, gibt es eigentlich noch was zu erzählen da? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Nö, ich glaube, ich habe alles zum Winter gesagt eigentlich. Also, ist zwar cool, vor allen Dingen als Kind hat mir das auch immer sehr viel Spaß gemacht, damit Schneemann zu bauen und ja. Und Schneeballschlachten, das war immer schon Spaß, aber als Erwachsener fängt man schon so an, das eher doch zu hassen. Doch, 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 muss man so sagen.
Gamefoot 29 ist doch schön und Grimasse wirst du nicht erlernen. Das ist eine Attacke, die ich nicht brauche. Ja, aber gut. Kommen wir dann zum nächsten Thema, was ich mir so auf die Liste notiert habe, wie ich diesen Part ein bisschen füllen kann. Und ich hoffe mal, dass ich mich hier oben heilen kann. Da hätte ich echt nichts gegen einzuwenden. Bitte heilt mich. Ja, danke schön. Gut, das nächste Thema. Sind so sozusagen zwei Themen, die ich so ein bisschen miteinander verbinden möchte. Und zwar ist die Rede von Silvester dieses Jahr, beziehungsweise das, also letztes Jahr, beziehungsweise das Jahr 2014. Was so alles passiert ist und, ja, wie ich so verbracht habe, zum Beispiel, gut, wie ich es verbracht habe, das kann ich euch natürlich noch nicht so sagen, weil ich nehme den Part ja im Voraus auf. Und wenn der Part oben ist, denke ich mal, oh, Karpels. Karpels, was mache ich denn gegen Karpels? Ja, ich glaube, da werde ich zu, da werde ich zu Metank wechseln und auf Psycho gehen. Ja, ich werde bei Freunden auf jeden Fall feiern an Silvester und wenn wir dann eine schöne Zeit haben, denke ich mal, ja, und dann bin ich immer gespannt, was wir so alles erleben werden. Wahrscheinlich ein bisschen halt feiern und so, wie es halt sonst immer so ist, halt dann ein bisschen abfeuern, wie es halt immer so ist, Silvester halt. Ja, aber gut, wie ich das mit dem verbinden will, das liegt daran, wollte ich so ein bisschen sagen, was da so alles ein bisschen, was so passiert ist in diesem Jahr und persönlich, aber auch so generell und ich denke mal, bei einem, das große Highlight des letzten Jahres war, denke ich mal, für viele der WM-Titel in Brasilien, also das war schon echt, echt ein schönes Erlebnis damals und da erinnere ich mich noch gerne zurück dran und ich denke mal, ihr auch. Wenn ihr natürlich auch so auch Fußball verfolgt. Die es nicht tun, wahrscheinlich eher weniger, aber gut. Ja, aber das war doch eine Sache, die mir doch sehr gefallen hat. Gut, es gab natürlich auch ein paar Dinge, die nicht so schön waren, denke ich mal, für den einen oder anderen. Maske Regen, was mache ich denn da jetzt schon wieder gegen? Käferflug, ne? Na gut, dann macht das Mario. Ja, also zum Beispiel, wie das Jahr begonnen hat, also dass der eine Rennfahrer da, Michael Schumacher da so verunglückt war, das ist ja nicht so schön gewesen beispielsweise. Naja, beste Genesungswünsche auf jeden Fall von der Stelle und ja, was kann man eigentlich noch so erzählen? Ich denke mal, was kann man da so sagen? Gut, was mir noch so gerade einfällt, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, war vor allen Dingen hier in der Region sehr einschlagendes Thema. Und zwar im Frühling, so um Pfingsten rum, gab es hier einen Sturm, der ordentlich gefegt hat, kann man so sagen. Und ja, das war schon nicht ohne. Da sah die Stadt und alles so ein bisschen aus, wie als hätte sich irgendwas gewütet. Und das hat es ja auch. Die ganzen Äste und Bäume, die entwurzelt sind, war schon krass auf jeden Fall. Gut, Ninjask, das kann ja, wie gesagt, weiter er hier machen. Gut, ich denke mal, er sollte Level 30 haben und sich entwickeln, was ich gut finde. Was ich sehr, sehr gut finde. Schlitzer. Kannst dich auch gerne paralysieren, natürlich nichts gegen einzuwenden. Gut, ja, ich denke mal, da setzen wir jetzt die Mega-Entwicklung ein. Punkt aus Ende. Machen wir kurz einen Prozess damit. Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Jahr, auf jeden Fall gut. Da muss man ja auch noch sagen, in diesem Jahr, da bin ich auch noch dann zum Endmake gekommen. Stimmt, das ist ja auch neu hinzugekommen. War ja auch eine schöne Zeit, die ich da erlebt habe, muss man doch so sagen. Und es freut mich dann auch dort auch ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen mit meinen Videos. Aber doch. Also das sind schon Dinge, an die man sich gerne zurückerinnert. Doch, muss man so sagen. Und es ist wunderschön. Gamefruit hat Level 30 erreicht. Und das bedeutet, wir sehen in diesem Part die Entwicklung. Im vorletzten Part haben wir ihn gefangen und schon jetzt entwickelt er sich. Was sehr, sehr geil ist. Und wir haben ja auch schon im letzten Part gesehen, in was er sich entwickeln wird. Und es jetzt auch tut. Nämlich ein mega episches Zuhaidor. Ah ja, Tohaido ist schon echt ein cooles Teil eigentlich, wenn man das mal so betrachtet. Und er versucht Schlitzer zu erlernen. Das ist eine Attacke, die ich ihm auch gerne geben würde. Ich würde mal sagen, für Angeberei, ne? Ja komm, Angeberei brauche ich nicht. Nee, ich bin nicht der Fan davon.
Schlitzer ist schon mal, ist dann doch besser. Und vor allen Dingen, wenn wir da auch noch den Megastein bekommen, aber ich denke mal, dass den werden wir erst nach der Liga bekommen. Naja, gut. Auf jeden Fall, war ein schönes Jahr auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie 2015 laufen wird. Gut, wir sind dann so weit, dass wir weitergehen können. Ich denke mal, wir haben jetzt hier alle Trainer besiegt. Ich hoffe es mal. Ich hoffe, ich habe hier nicht nur irgendeinen Trainer ausgelassen, aber ich denke mal nicht. Ich wüsste jetzt nicht wen. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Genau, wir gehen einfach weiter. Bist du ein Trainer oder? Nee, du bist kein Trainer. Okay. Okay, gab es hier nicht auch noch einen Moment? Stimmt, ich erinnere mich wieder. Da muss ich mir eventuell mein Kunstrad holen. Aber vielleicht mache ich das auch ein anderes Mal, weil vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Stelle. Das war ja etwas nervig, damals in Smaragd, wo ich keine Ahnung habe, was ich da machen sollte. Naja, wie dem auch sei. Immerhin haben wir jetzt hier ein geiles Tohaido und das ist doch eine schöne Sache. Gut, und dann komme ich zum nächsten Thema. Achso, du bist auch kein Trainer. Okay, aber das hier sind zwei Trainer. Das sehe ich doch schon direkt. Zwei Kämpfer. Das ist gut, ich habe meinen Psycho-Pokémon vorne. Ja, das nächste Thema. Geht jetzt schon wieder in die Gaming-Sparte rein. Kadabra und Mashok. Sehr interessant. Ja, und zwar würde ich, mal ein was ich sagen wollte ist, vielleicht, wisst ihr ja, dass es ja jetzt die Amiibo-Figuren gibt, von denen ich ja auch, vier schon meinen Besitz nennen konnte. Ich sollte doch eher Gewissheit gegen ihn einsetzen, ne, das wäre dann doch deutlich besser. Naja gut, setzen wir jetzt erstmal Surfer ein. Sieht doch schon... Oh, Kadabra ist sogar besiegt. Ja, end nice. Ja, dann kann ich auch sogar mit leben, dass er ein bisschen Schaden bekommen hat, Metang. Weil Mashok wird jetzt auch besiegt sein. Klasse Sache. Ja, und mich würde mal interessieren, wie ihr das mal eigentlich fändet, wenn die Amiibo-Figuren ja bald in Pokémon Anwendung finden. Weil, wie man ja Pokémon mittlerweile kennt, ist es ja so, dass man gewisse Pokémon ja nur über bestimmte Events bekommt. Also sei es jetzt beispielsweise jetzt Latios oder halt in der anderen Edition halt Latias mittels Äonenticket. Oder halt generell Mew beispielsweise in der ersten Generation beispielsweise. Oh, eine Pfütze. Ich hätte ja auch mal gucken können, ob es da noch Items gibt. Naja gut, werde ich dann machen, wenn ich da eh wieder zurückkommen muss. So, kämpfen wir mal gegen den hier. Und ich denke mal, wenn die Entwickler von Pokémon, nämlich Game Freak, die Amiibos auch entdecken, denke ich mal, werden sie auch das hier verwenden. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache wäre. Aber gut, es wird ja spätestens beim New 3DS ja möglich sein, auch auf dem 3DS beispielsweise, also da auch Amiibos zu verwenden. Und ich denke zwar noch nicht, dass es, ja, dass man die schon hier verwenden wird, also sie schon in Pokémon Alpha, Saphir und Omega Rubin Verwendung finden, weil ich glaube, dann hätte man schon längst was davon gehört, dass die Amiibos unterstützen. Aber, ja, muss man auf jeden Fall so betrachten. Es wäre auf jeden Fall eine denkbare Möglichkeit, dass in der nächsten Generation, wenn es sie natürlich noch gibt, aber davon ist auszugehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit schon aufhören, ist, denke ich mal, auszugehen, dass Amiibo unterstützt wird. Und ja, man weiß, man sieht ja aktuell, wie die doch ein bisschen teuer sind. Aber gut, man muss ja auch sozusagen die Amiibos, was haben die aktuell für Nutzen? Also, gut, man kann Smash Bros. Ein bisschen mit ihnen trainieren, aber das war's dann eigentlich schon. Sie schalten in Mario Kart 8 Anzüge für die Mies frei und in Hyrule Warriors lässt sich das ein oder andere freischalten, also die ein oder andere Belohnung freischalten, aber es ist eigentlich auch nur mit Link interessant, weil der eine neue Waffe freischaltet. Aber sonst ist da ja nichts, also, ja, wird man sehen, ob da noch was kommt oder, aber, ja, komm, es wird auf jeden Fall auszugehen sein, dass da noch was kommt. Immerhin kann ich jetzt hier mal gucken, was hier oben noch ist. Und das scheint mir so, als wäre das der richtige Weg oder so, oder? Finde ich ja ein bisschen komisch. Naja gut, ein Thema hätte ich sogar, habe ich jetzt noch für die letzten, naja, ich weiß nicht, ob ich da noch diese Zeit befüllen kann, aber ich denke mal, wir haben ja schon das eine oder andere besprochen.
Und zwar ein Titel, den ich mir echt wünschen würde jetzt mal auf der E3. Die jetzt bald im nächsten Jahr so... Naja, wir sind schon wahrscheinlich in diesem Jahr, aber... Es sind ja noch ein paar Monate hin, aber beispielsweise ist ja mal, dass man eventuell so... Und da Schweiber schnell, das wächst sich mal lieber. Dass man eventuell also wenn es noch nicht die neue Mario, dieses neue Mario, angekündigt wird, dass man was zu, dass es dann ein Remake geben wird von Sunshine, weil ich würde es mir echt wünschen. Weil es ist ein cooles Spiel und ich hab's auch, wobei, ich hab's ja vor, irgendwann zu remaken, wahrscheinlich so gegen Mitte, Ende 2015. Und dann werden sie es wahrscheinlich nicht auf der E3 ankündigen, sondern wenn wir wieder schöne Direct machen, wenn ich es nämlich gerade gestartet habe, werden sie es machen. Bestimmt. Wahrscheinlich ist es immer so. Das war jetzt schon bei Zelda Wind Waker so. Und das ist jetzt ist auch wieder bei Majora's Mask so. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch wieder bei, dass es dann auch hier sein wird. Habe ich, also bei Sunshine, habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber gut, vielleicht drückt mich das Gefühl ja auch nur. Gut, teilen wir uns mal eben hier schnell. Ist ja nicht so weit entfernt. Und dann schauen wir mal, was die letzten Trainer hier auf dieser Route noch so bringen. Aber bin ich ja doch froh, dass wir doch den Part irgendwie rumgekriegt haben. Mit doch mehr oder weniger interessanten Themen. Im nächsten Part kann ich euch schon mal versichern, da wird wieder was passieren in Richtung Team Aqua. Für die, die das Original oder die damalige Edition nicht gespielt haben. Ich kann ja auch hier hochgehen, stimmt. Und warum habe ich keinen Schutz mehr drauf? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Na gut, ein Duflor. Was soll ich mit einem Duflor? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich wollte ja sagen, was da so im nächsten Part höchstwahrscheinlich passieren wird. Wird wieder was mit Team Aqua wahrscheinlich gehen, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Moment, ich glaube, vorher wird eine, sagt nochmal Maike hallo, ne, die zum ersten Mal, die mal wieder gegen uns kämpfen will, ne. Ich glaube echt, da war was, wenn ich mich richtig entsinne. Gut, aber gegen Dodo, da kann ich, denke ich mal, doch besser, also da kann ich ja direkt mit Eiszahn drauf gehen. Das Flug-Pokémon, ein Flug-Pokémon der ersten Stunde. Obwohl, warum das ein Flug-Pokémon ist, naja gut, muss man ja so wissen. Wirklicher Vogel, naja gut, es hat einen Schnabel, aber es hat keine Flügel. Auch irgendwie komisch. Naja, gut. So, ist hier noch ein Trainer? Okay. Okay, wir sind doch schon da, wo ich es hätte erwartet hatte. Das überrascht mich ja jetzt doch ein bisschen. Dann werden wir ja doch gleich schon erleben, was da abgeht mit Team Aqua. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so schnell kommt. Gut. Dann würde ich ja mal sagen, ich werde mal mein, das tolle Itemradar mal wieder ausrüsten und einen Schutz reinhauen. Und dann werden wir nochmal gucken, eben, ob es hier noch ein, wo haben wir es denn? Superschutz. Und dann werden wir mal gucken, ob hier noch irgendwo, ein verstecktes Item war. Weil das könnten wir uns dann ja noch holen, eben. Weil mehr werden wir ja nicht in diesem Part erleben. Okay, da ist schon mal nichts. Rutschen wir hier mal runter. Sieht echt danach aus, als wäre hier nichts. Okay, warum ist hier gar nichts? Das war doch, denke ich mal, früher so, dass hier mindestens... Ah, ja gut, das ist hier unten, wo ich das Fahrrad brauche. Aber da warte ich jetzt, bis ich fliegen kann. Weil da renne ich jetzt nicht nochmal zurück. Nee, lass mal. Da renne ich jetzt nicht noch extra zurück und tausche mir das Rad aus. Ja, wobei, so weit bin ich jetzt auch nicht da, na. Aber hier ist noch was. Hier ist doch noch was. Ich wusste es doch. Obwohl man hier nicht viel sehen kann. Da ist es. Ein Hyperheiler, okay. Schwer zu finden hier, muss man mal so sagen. So, noch was. Wir hören gelauscht zu, ob das Itemradar ausschlägt. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, komisch. Na gut, dann ist das wohl so, dann ist ja tatsächlich kein Item. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ich werde offscreen jetzt eben das Rad austauschen. Dann sehen wir uns an dem Punkt oben wieder, wo wir das Rad einsetzen können. Und dann geht die Action mit Team Aqua weiter. Also bis dann und tschüss, euer Jake.